befiehlt dir, Herr. Oh, bitte tut mir nicht weh. Oh, Vater im Himmel, geheiligt sei es. Nein, bitte nicht. Oh Gott. Oh. Dann seid ihr alle ein bisschen dumm oder so. Bitte, ich bin doch unschuldig, gütiger Herr. Ja, ist doch gut. Wenn du so nett zu mir bist und mich gütiger Herr nennst, dann lass ich dich auch leben. Kamera! Nein, klettert doch nicht immer überall rauf, wenn ich mal abhauen will. Alter, diese Kamera. Die macht mich gerade verrückt. Schüsse. Hä? Ich hab die doch nicht befreit. Wo sind die hin? Willst du mich verarschen? War das jetzt alles umsonst? Da ist das letzte Fragment. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Moment. Die Käfige der Konvois öffnen, da war noch gar keiner mehr drin. Das Spiel verarscht mich. Ja, komm. Da war doch keiner mehr drin, Alter. Pass auf, pass auf. Wow. Anonym werden. Woher kann man das wieder nicht einsammeln? So, dann sagen wir mal jetzt, wo jetzt noch einer ist, der mich gesehen hat. Angeblich. Hier oben. Das meine ich. Wie viel habe ich jetzt schon an dieser Ecke umgebracht? Ohne Witz, wie viel waren das? Ich kann sogar schon meine Wölfe wiederholen. So lange kämpfe ich hier schon.
Komm. Komm. So. Darf ich das Teil jetzt endlich einsammeln? Oh. Oh, da kommen alte Memories hoch. Oh Gott, ich muss gleich wieder weinen. Nein. Mr. Davenport. So traurig. Ich muss weinen, ich muss weinen. Ich überlege jetzt. Was ich jetzt gerade überlege ist, ob ich... Ob ich diesen DLC auch 3 extra Parts spendiere wie die Schande. Eigentlich hätte ich das schon verdient, oder? Aber so spannend war das jetzt auch nicht, so Sachen einzusammeln, weil wir so selten irgendwelche Upgrades kriegen. Schon wieder so viele Leute in uns, ja. Angelaufen kommen, um zu sterben, einfach. Was? Das war's dann gleich. Was habe ich denn jetzt abgeknallt? Irgendein Fass? Habt ihr gesehen, wie der langgezogen worden ist? Der Körper von dem? Na ja, komm her. Oh mein Gott. Die Wölfe suchen sich natürlich nur die einfachen Gegner raus, wa? Haben wir wieder 50 Soldaten umgebracht. Aber dafür kriegen wir auch 2 Kisten. Ah, wo ist der Punkt? Neues Upgrade. Okay. Naja, auch nicht unbedingt ein Upgrade, was wir so besonders brauchen. Aber gut, besser als gar keins.
okay. Ach, wisst ihr was, Leute? Wir begeben uns jetzt zu dem Punkt schon mal. Ich glaube, es ist wirklich nicht so interessant für euch, mir dazu zu schauen, wie ich da irgendwelche Kisten knacke die ganze Zeit und 5000 Leute umbringe. Also so spannend ist jetzt nur wieder nicht. So, begeben wir uns mal zu der Stelle, wo wir dann noch mal ein kleines Stück zu sehen bekommen wahrscheinlich, was eigentlich wirklich an diesem Lagerfeuer passiert ist, ob er wirklich nur träumt oder ob das alles geplant war oder so. Runter, du Spinner! Ich bin selber ein Spinner, Arschloch. Das ist doch die Aquila, oder? Müssen wir tatsächlich dahin schwimmen. Und ganz oben rauf. Ich bin ja gespannt, was mir gerade mal so einfällt. Ich bin ja mal gespannt, ob die letzte Episode... Aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, den Zusammenhang... Wie sollen wir denn das machen? Ob die irgendwas in Sachen, so einen kleinen Hinweis auf Black Flag geben. Was ja nichts Neues wäre. In den vergangenen Spielen haben sie auch immer Andeutungen gemacht, wo das nächste spielen wird. In Revelations zum Beispiel hat man, war das in Revelations oder in einem anderen Teil, wo man dann gesehen hat, die Umrisse von Amerika. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war Revelations. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das denn? Wer ist das denn? Das ist der normale Connor, ne? Connor! Ich habe dich gefunden. Commander Washington? Ein neuer Feind greift mich an. Dem bin ich nicht gewachsen. Was ist denn nur los? Gottverdammt, Mann, ich brauche deine Hilfe! Vielleicht setzt du dich und erzählst mir alles. Mein Gott! Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin... Es sind die Träume. Sie machen mich verrückt. Ich hätte nie gedacht, dass ein Mann wie du sich durch Träume verstören lässt. Du weißt ja nicht. Du kannst nicht verstehen. Sie versuchen mich mit fantastischen Visionen. In meinen Träumen bin ich am Mount Vernon während des Krieges. Doch in den Träumen gibt es keinen Krieg. Ich bleibe bei Martha. Bestelle die Felder, friedlich und zufrieden. Klingt wie im Paradies. Nein, es geht noch weiter. Der Frieden in der Vision zwingt mich. Die Träume werden unaussprechlich. Du bist auch darin, Connor. Ich glaube, die Visionen kommen hiervon. What the fuck? Okay. Okay, das ist natürlich sehr interessant jetzt. Guck mal, in der Ferne sind auch noch Schiffe. Der Edenapfel hat ihn in der anderen Welt auch so langsam verrückt gemacht, denke ich. Nur wie ist es denn ausgegangen? Das werden wir leider auch erst in der dritten Episode herausfinden. Ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Ich beende jetzt damit mit dieser Folge die Episode 2. Ja, also wie gesagt, ihr wisst Bescheid. Und um den 20. April ungefähr, also einen Monat nach der letzten Episode, also Episode 2, gibt es Episode 3 wieder. Und die werde ich natürlich auch noch machen. Also wer da Bock drauf hat, könnt ihr den Channel abonnieren oder ihr seid schon Abonnent, keine Ahnung. Ich freue mich natürlich über jeden und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr dann wieder einschaltet und ich freue mich auch, dass ihr jetzt eingeschaltet habt und ich freue mich ja sowieso, wie ging das nochmal, wie hat Calimero nochmal gesagt, ich bin so glücklich, nee, ich bin so fröhlich, ja, ihr wisst schon Bescheid,
Ist aber auch schon andere Generation. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt noch kennt, Kalimero. Egal, lassen wir das. Also, immer wieder eine Freude. Assassin's Creed, die Episode, wie gesagt, fand ich ein bisschen kurz. Ansonsten sehr, sehr geil und sehr interessant. Und ja, das war's jetzt. Danke fürs Zusehen und haut rein. Bis spätestens zu Episode 3 oder in einem anderen Let's Play. Ja, tschüss Leute.